Was möchte ich tun? Wir haben sehr. Moment, Moment. Genau, das haben wir jetzt erledigt. Räuberversteck, Königsgrab. Was ist nochmal Königsgrab? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, wie ich hier hinkomme. Ich weiß es nicht. I don't know. Berserker Grabstein. Oh, hier gibt es einen Berserker Grabstein. Das gefällt mir nicht. Hier gibt es noch Sachen, die man entdecken könnte, aber wie komme ich da hin? Ich habe keine Ahnung. I don't know. Hier gibt es nichts mehr. Offensichtlich. Oberer Wildwald. Hier haben wir noch ein Artefakt tatsächlich, das ich vergessen habe. Ich weiß nicht, also ich würde die schon gerne alle finden, aber vielleicht mache ich das. Vielleicht schneide ich dann die Videos, weil bevor ich mir da einen absuche. Ja, ist halt die Frage, komme ich hier hoch und komme ich von hier oben dahin? Ich würde das gerne ausprobieren. Wenn nicht, würde ich sagen, dass ich in eine neue Welt reise, in eine andere Welt. Wenn ich eine Person mag, weiß ich, ob sie mich auch mag. Gibt es da jemanden? Oh, das will ich hören. Nein, ich war nur neugierig. Mhm. Eigentlich spielt es auch keine Rolle. Es ist egal. Er redet doch von Angie. Mit der Guten. Versteht er sich doch prächtigst. Ich versuche mal hier auf die Brücke zu kommen. Und vielleicht komme ich von hier oben zu dem Blitz. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. War ich hier schon mal? Oh, das sieht nicht so aus, als ob ich hier schon mal war. Ach ja, die guten alten Zeiten. Was gibt's denn hier so zu finden? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich weiß nicht. Ich sehe auch keinen Durchgang. Vielleicht finde ich ja einen. Wo ist zum Henker? Okay. Ihr wollt Ärger? Ihr kriegt Ärger. Ich peitsche euch ein bisschen aus, Freunde. Du brennst, Kratos! Das, oh mein Gott, hinter mir sind auch noch welche. Nice. Ist hier noch einer? Da ist noch einer. Ein dicker sogar. Was zum Henker? Was zum Teufel? Okay, ihr wollt Ärger? Hilfe! Was geht da ab? Das hatten wir auch noch nicht. Okay, die sind hart. Die sind hart im Nehmen. Aber ich glaube, hier oben waren wir tatsächlich noch nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Wir versuchen es nochmal. Kommt her. Blaugard, von links! Ja, von rechts aber auch. Nice. Ja, es läuft doch schon ein bisschen besser hier. Deine Menge Eis an dir. Ja, ja. Hinter dir, pass auf! Hilfe! Was? Hilfe, sagt er. Okay, ich komme. Komm schon, Junge. Hab dich nicht so. Schildschlag, jetzt! Ja, hab ich gemacht, danke.
Was machen die für ein Damage? Rechte Seite, Vater! Okay, pass auf, Freunde. Ich stehe einfach so rum und mach die fertig. Genauso lobe ich mir das. Bam! Schön das Bein mitgenommen. Mag ich gern. Okay, so, das war hart. Härter als erwartet, ehrlich gesagt. Aber wir haben es natürliche Geschäft. So, ich schau mich mal um hier, ob ich da irgendwie hinkomme jetzt. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Hier waren wir noch nicht. Wundert mich. Das wundert mich sehr. Okay, komm. Komm zu Papa. Zu Papa Kratos. Komm ich jetzt hier auch rein? Das schaue ich mir an. Ist das seltsam, dass ich das hier vermisse? Wie das? Keine Ahnung. Dieser Ort war irgendwie verlässlich. Ja, das stimmt. Er erinnert mich an die Zeit, bevor alles anders wurde. Alles verändert sich. Immer. Auch wenn du es nicht sehen kannst. Sehr gut einiges gesagt. Liegen gelassen. Mimir, sehr gut gesagt, ja. Hier ist keine... Alter, wir haben ja einiges liegen gelassen. Was ist denn passiert? Aber hier können wir trotzdem noch nicht durch, oder? Tyrs Tempel, wow. Cool. Okay, hier waren wir echt lang nicht mehr. Das ist so ein bisschen zerfetzt jetzt hier. Da Schade, können wir auch nicht mehr hin. Das Eis den Weltenreisetisch zerstört hat. Es ist nur ein Tisch. Ich weiß. Die Tore zum Weltenreisen benutzen zu können, ist viel bequemer. Aber irgendwie... Absolut. Die Wurzeln des Baums wachsen zu sehen. Die Blumen. Die Welten und wieder wachsen. Das Licht der Kristalle. Das war schon ein Anblick. Absolut. Das stimmt. Das, ja, das muss ich... Da muss ich zustimmen, das sah echt krass aus. Aber das war einmal. Wir waren lange nicht mehr hier. Cool, dass man hier hin kann. Von wo kam ich? Hier? Hier ist... Ja, hier ist das Tor. Ja, alles klar. Hier kann man auch nichts finden. Leider. Leider kann man nichts finden. So, was haben wir hier mit dir? Kann man irgendwas verbessern? Kann man wohl nicht verkaufen... Familienwappen, Menge, quasi das Gedicht, ja, haben wir auch noch nicht alle, ne? Menge 5, Familienwappen haben wir 6. Das ist, glaube ich, sogar... Weißt du was? Ich verkaufe Dein einfach Glück. Alles. Ich nehme die trotzdem. Offensichtlich brauchen wir nicht alle, um sie verkaufen zu können. Ich dachte, man braucht immer alles. Okay. Gut, dann gehen wir wieder raus. Da gab es ja noch einen Weg nach unten. Hier rechts aber auch. Komme ich so zu dem Blitz? Oh, das sieht gut aus. Ist das der richtige Weg? Das sieht sogar sehr gut aus. Alles klar, okay. So kommen wir also zu dem Blitz zurück. Da hat er bestimmt eine coole Story zu. Es ist sehr hell. Das war Thor? Oh. Wir beide. Durch den Zusammenstoß unserer Waffen. Ich wünschte, ich wäre hier gewesen. Ja. Kleiner Ausgleich. Das wünschte ich auch. Kann man hier irgendwas machen? Nö, ne? Alter. Sieht aber so krass aus. So, das wird wahrscheinlich Ärger geben. Ich habe jetzt voll den krassen Kampf erwartet. Na gut, umso besser. Sollen wir das auch? Dann müssen wir hier nicht nochmal hin. Ja, klasse. Nicht Klaas. Ich würde sagen, wir gehen auf die andere Seite. Da ist ja auch eine Treppe. Und wenn wir da fertig sind und es hier nichts mehr gibt, dann machen wir uns auf. In neue Welten. Dankeschön. Ein bisschen Hacksilber. Oh, hier komme ich sogar runter. Komme ich von hier auch hoch? Natürlich nicht. Schade.
Okay, aber macht Sinn. Ja, diese diese Grabsteine, ich weiß nicht so recht. Das ist zu krass. Die sind mir zu krass, die Dinger. Ich würde gerne zu so einem mystischen Tor. Hier gibt es noch einiges zu finden, ne? Ich sehe das gerade, aber. Was ist hier? Urtbrunnen. Und was ist das hier? Gibt es da noch Sachen zu entdecken? Da oben ist auf jeden Fall so ein mystisches Tor. Da möchte ich auch hin, aber ich glaube, hier am Boden ist eins, das besser anzufahren ist. Da hinten. Was sollte das bringen? Fühlt sich dann besser? Nein. Du hast mir nicht genug vertraut, um deine Sorgen zu teilen. Mhm. Diese Wunde heilt nicht so schnell. Mir leid. Nicht nötig. Es ist meine Schuld. Okay. Das wäre also das. Wir können jetzt also in eine neue Welt reisen, weil ich glaube, ja, wir haben hier noch auf jeden Fall noch was zu erledigen, aber das machen wir noch. Ja, das machen wir noch. Midgard haben wir. Svartalfheim haben wir wahrscheinlich alles. Muspelheim will ich noch nicht hin. Helheim haben wir, glaube ich, alles. Weiß ich nicht. Niflheim kommen wir nicht hin. Alfheim. Weißt du was? In Vanaheim ist bestimmt auch viel zu erledigen. Da gibt es bestimmt sehr viel zu erledigen. Wir haben hier noch nicht alles gemacht, glaube ich. Glaube ich. Wir gehen in Freyas Lager. Wir reisen nach Vanaheim. Gut. Machen wir das mal. Werden wir nach Freya sehen? Ja. Yes. Schön, dass ich mitkommen kann. Natürlich, Sohnemann. Was denkst du denn? Was ist letztes Mal in Vanaheim passiert? Wie hast du Freya davon abgebracht, dich töten zu wollen? Wir reisten in ihr Dorf, um Odins Zauber zu brechen. Nach der Befreiung sah sie ein, dass ich nicht ihr Feind bin. Du hast auch einen sehr unterhaltsamen Moment verpasst, als Brock kopfüber in Freyas Lager hing. Ich hab Freya getroffen? Wie ist er? Anders als seine Schwester. Weniger überzeugt. Stimmt, aber etwas weniger nachtragend. Und ein schlechter Anführer. Er hat das Herz am rechten Fleck. Du wirst ihn mögen. Ein schlechter Anführer. Kratos wieder knallhart unterwegs. Okay, wir nehmen mal wieder den Speer. Wir müssen wieder mit dem Speer ein bisschen... Okay, es geht wieder los. Kratos macht wieder den Moonwalk, wie es aussieht. Alles klar. Das ist schon mal passiert. Ich weiß nicht, warum. Atreus guckt ihn an und denkt sich... Junge, was ist falsch mit dir? Wow, es ist wunderschön. Mhm. Und, nass? Ja. Es ist auch gefährlich. Oh ja, und wie? Gefährlicher als Hehl? Weiß ich nicht. Können wir jetzt hier eigentlich irgendwas machen? Was ist das? Eine Art Altar? Ich weiß es nicht. Hier können wir also noch nichts machen, ne? Ist komisch, aber gut. Ich guck mal gerade auf die Karte. Okay, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Hier haben wir auch natürlich noch einiges zu erledigen. Was ist das denn? Unentdeckt. Diese Fragezeichen gefallen mir. Die sollte es öfter geben. Dinge, die wir noch nicht erkundet haben, oder was? Da würde ich gern hin. Wir gehen erst zu dem Fragezeichen. Das ist spannend. Cool. Freyas Lager liegt rechts. Ja. Sind wir in Eile? Der Junge sieht nicht jeden Tag eine neue Welt. Ja, aber ich will dem Fragezeichen nach und das ist halt auch in dieser Richtung. Sorry. Auf zu Freyas Lager. Mal sehen, wie es den Warnen inzwischen ergangen ist. Ich hoffe, Freya geht's gut. Sie kommt allein zurecht. Oh, guck mal hier. Nach ihr. Die Truppen ihres Bruders sind in der Minderheit. Und ich schulde ihr viel. So, da kommen wir also rein. Wie kriege ich das Ding da geöffnet? Gibt es hier irgendwo einen Hebel oder so? Ich sehe keinen hier. Aber vielleicht ist der Hebel ja auch tatsächlich hier. Schauen wir doch mal. Oh. Okay, nochmal zurück bitte. Den habe ich übersehen. Wow, dein Ernst? So, renn damit. Hier ist keiner mehr.
Ist hier Freyas Lager? Oh, das ist das Lager, ne? Ja, gut. Hier ist keiner. Nein. Wo sind alle? Bleib wachsam. Das gefällt mir nicht, Bruder. Das gefällt mir tatsächlich auch nicht. Aber ich wollte ja dem Fragezeichen hinterher. Wir machen erstmal das Fragezeichen. Hey, ich muss hier durch. Komm. Oh, ich kann nichts machen. Ich muss das. Okay, ich muss wahrscheinlich erstmal. Das Spiel zwingt mich. Hier steht noch Essen. Ist noch warm. Ja, dann probieren wir doch mal. Was nu? Was war das? Was ist hier los? Wer bist denn du? Hä? Kratos. Atreus. Ja. Schön, euch zu sehen. Unerwartet, aber schön. Du kennst uns? Nicht doch. Bist du, wer ich denke? Was? Du verschlagener Mistkerl. Fast schön, dich wiederzusehen. Und mal in der Gestalt eines Mannes, oder? Fast. So zogen sie dir also den Kopf aus dem Arsch. Vielleicht hörst du jetzt auf, so ein halbblinder, pissbesoffener Lügner zu sein. Was? Er war ein größeres Schwein als ich jemals. Ich kenne dich nicht. Erkennst du dein Werk etwa nicht? Was? Hildi Sveni. Was? Das war, als wir Freya im Wald trafen. Nachdem ich... Was? Oh. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Wer? Freyas Keiler. Ihr Berater. Und Freund. Berater der Warnen. Und ja, also... Im Exil in Midgard war ich in meiner Keilerform gefangen. Oh, ach du hast so. Mich erschossen. Auf mein Geheiß. Oh, nein. Das Schwein. Mein Fall, mein Fehler. Ach krass. Vergessen. Vanaheim braucht unsere Hilfe mehr denn je. Sogar Mimirs. Wow. Los. Das ist... pass auf, wohin du damit zielst. Ja, ja, ich... Meine Haut ist in der Form nicht so dick. Okay. Er schießt ihn, Atreus. Sofort. Krass, den habe ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Wenn ihr bereit seid, gehen wir. Ja, let's go. Dann gehen wir. Ich habe eine Bitte. Ich erkläre es unterwegs. Hildi Sveni. Als wir Freya zum ersten Mal in der Gestalt der Waldhexe begegneten, hatten wir ihren magischen Keiler verletzt und halfen ihr, ihn zu heilen. Dieses Schwein. Ja, Keiler, das versteht doch keiner. Also ich wusste nicht... wie man das anders nennt. Also Keiler wusste ich jetzt nicht. Hätten die Schwein geschrieben. jetzt haben wir ihn in seiner menschlichen Form wieder getroffen, als zuverlässiger Berater von Freya und Freyr. Er scheint keinen Groll gegen Atreus und mich zu hegen, aber seine Rivalität mit Mimir scheint bereits lange zu währen und bitter zu sein. Das ist interessant. Vielleicht kriegen wir da noch Hintergrundinfos. Na gut, gehen wir jetzt mit ihm mit, weil das Fragezeichen ist halt auch in diese Richtung. Verdammt. Oh, Moment. Was ist denn? Oh. Was ist denn da? Wir haben was vergessen. Willkommen wieder, versprochen. Wie komme ich denn da hin? Ohne Waffen. Ich kann keine Waffen benutzen. Was ist das überhaupt da hinten? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Komme ich hier irgendwie... dorthin? Das sieht nicht danach aus. Weißt du was? Wir gehen mal mit ihm mit. Weil da geht's halt auch zu dem Fragezeichen. Wir gehen einfach mal mit. Let's go. Wo ist Freya? Sie wollte hier ihrem Bruder helfen. Sie leitet die Suche nach Freya und Pikvir. Was? Sie wurden von den Einherjar geschnappt. Oh, okay. Wie ist das passiert? Ein Hinterhalt. Seit eurem letzten Besuch sind viel mehr von ihnen hier. Mhm. Zu allem Übel wurden die Himmelswölfe schon seit Tagen nicht gesehen. Nehme ich zumindest an. Ja, nicht schlecht. Die Zeit ohne Mond abzuschätzen. Mhm. Kein Mond. Wie in ihrem Schrein. Ihrem Schrein? Ist eine lange Geschichte. Sollen wir nach ihnen sehen? Ich wäre euch dankbar.
Wir haben zu wenig Leute. Ja, das stimmt. Und wenn jemand Skull und HT helfen kann, dann ein anderer Riese. In Ordnung. Das kriegen wir hin. Er meinte, du kämst daran vorbei. Woran? Oh, ja, Tatsache. Sehr beeindruckend. Folgt weiter diesem Pfad. Dort ist ihr Bau. Viel Glück. Cool. Thank you. Der Pfad. Kreaturen der Prophezeiung begonnen. Okay. Das ist dann die Hauptstory wahrscheinlich. Habe ich hier noch irgendwas anderes? Hier ist auf der Map ist halt nichts eingezeichnet. Bis auf dieses Fragezeichen. Das interessiert mich brennendst. Da gehen wir hin. Müssen wir auch hier lang. Auch ein neuer Weg, den wir noch nie gesehen haben. Oh, okay. Ob er mir den Schuss auf ihn wirklich verziehen hat? Natürlich. Glaub mir, Junge. Wenn das alte Schwein noch einen Groll hegen würde, wüsstest du's. Was ist zwischen euch passiert? Ja, bitte. Das übliche, missverständliche Gefolgschaftskonflikte, gebrochene Eide. Nichts, was dich belasten sollte. Ich belastet nichts. Reine Neugier. Neugier ist wichtig. Aber Privatsphäre auch. Schon gut, schon gut. Verstanden. Ja, haben wir verstanden. Okay. Ich habe diese komischen Pflanzen hier vergessen. Die werden uns natürlich noch sehr zum Verhängnis, wenn ich einfach reinlaufe. Wir gehen mal hier weiter. Einfach mal dem Pfad folgen. Oh mein Gott. Ja. Ja, alles gut. Alles ist gut. Du kennst das noch nicht. Ich weiß. Komm mit. Du musst raus aus diesem... Ja, egal. Raus aus dem Gift, Mann. Das sieht man doch. Okay. Ja, Fragezeichen ist immer noch derselbe Weg wie die Hauptquest. Na dann los. Und wenn wir können, biegen wir halt ab zum Fragezeichen. Okay. Wow. Willkommen, Brian. Vorsicht. Was zum Henker? Oh mein Gott. Okay. Du willst Ärger? Kannst du haben. Du hast doch keine Ahnung, Mann. Autsch. Okay, ich glaube, wir haben ihn schon. Oder sie. Fast. Wow, jetzt geht er aber nochmal ab. Shit. Ja, hat geklappt. Was passiert? Pfeile. Ja, 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 ja. Pfeile, let's go. Hier, hau sie alle um. Ja, ohne die Pfeile kann ich die gar nicht erwischen. Das habe ich vergessen. Auch schon lange nicht mehr gekämpft gegen diese Viecher, deswegen. Ja, ja. Es ist warm wie in Svartelfheim, aber die Luft ist irgendwie stickig. Igros. Was? Igros. Griechisch für feucht. Igros. Gefällt mir. Okay, alles klar, Mann. Wo soll ich das denn wissen? Alles neue Sachen, die man hier bekommt. Okay, Baumstumpf also draufknallen. Weiß ich Bescheid. Wir waren schon mal hier. Ich erinnere mich. Wir waren schon mal hier. Da können wir jetzt hier auch durchschlüpfen, glaube ich. Ist hier sonst nichts mehr? Ich sehe nichts. Komm mit, Sohn. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich eine Abzweigung nehmen müssen. Zum Fragezeichen oder eben zur Hauptquest. Mal gucken, wann das sein wird. Ja, das hier können wir sogar gebrauchen, danke. Finde den Nicken, er macht sich stärker. Die was? Da ist er. Willst du mich verarschen? Stirb! Kreatur. Hinter
hinter dir! Vorsicht! Ja, 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 der explodiert. Der ist schon im Eimer. Nice. Hab dich! Schnell weg hier! Hinter dir, pass auf! Danke! Gleich, gleich! Nice, ja, mal gut weggehauen. Nice, okay, sehr schön. Oh, was ist denn mit unseren... Was ist denn mit denen los? Was machen die denn so? Was haben wir denn für einen Status gehabt? Engeria, wir sind da. Wachsam sein. Vielleicht von einem Nicker gefressen. Nicker. Wohl kaum, ja. Den schnapp ich mir. Von einem Nicker. Hier gibt es natürlich einiges Neues, wahrscheinlich, wo wir vorher nicht hingekommen sind. Siehe da, das Ding meine ich. Da kann man jetzt hochklettern. Oh ja, okay, dann machen wir das doch. Das ist, das hat mit dem Fragezeichen auch nichts zu tun, aber ich würde gerne sehen, was das bringt. Hm, jetzt kommen wir mal hier hoch. Schön. Hier gibt es wahrscheinlich was zu finden. Gunz. Da ist so eine fette Kiste, Mann. Ja. Wir holen mehr Beute. Nice. Ja, ja. Ja. Ich hab die Schmiedin Freyas Lager gesehen. Hat Brock ihnen die ganze Zeit geholfen? Ah, du kennst Lunda noch nicht. Wer ist Lunda? Eine alte Kumpanin der Huldu. Wir kennen sie. Schmiedin. Sorgt für Waffen und Ausrüstung seines Trupps. Wow, noch ein. Oh, Moment. Leviathan-Gebrüll. Huh. Wow. Ein kraftvoller Axtwurf, der mit verheerender Wucht zurückkommt. Kratos ist während des Schildeinsatzes vollständig geschützt. Geil. Ja, kommt an Tamus Atem vom Schaden her nicht dran, aber Betäubung? Mhm. Interessant. Will ich das benutzen? Mir gefällt eigentlich Tamus Atem sehr und wir können das sogar verbessern. Auf volle Schaden kommt das, Mama. Vollen Schaden will ich. Will ich. Ich bin willig. Und Dreier Frost plötzlich, wenn wir das auf die letzte Stufe knallen. Legendäre Schmieden. Sie kennt sicher tolle Geschichten. Absolut. Sei auf der Hut, Atreus. Was? Warum? Sie ist ziemlich freundlich. Ach, Unsinn. Der Kerl ist viel zu jung für ihren Geschmack. Was? Was? Ich hoffe, wir lernen die noch kennen. Also, wir sehen die wieder. Nee, wir kennen sie ja schon, aber... Ne? Wie komme ich hier... Ah, so, okay. So. Lasse. Kann man ja auch ein bisschen die Blumen... Nein, kann man nicht. Okay, wir gehen wieder runter. Gehen jetzt dem Fragezeichen wieder nach. Es sei denn, wir kommen hier durch. Nö. Was ist das denn hier? Weg damit. Okay. Weißt du, Junge? Dieser Ausflug nach Vanaheim bedeutet, dass du jetzt alle neuen Welten besucht hast. Du hast recht. Nicht viele Sterbliche können das behaupten. Und auch nicht viele Götter. Selbst dein Vater hat die Hallen von Asgard noch nicht beehrt. Das stimmt. Ich habe es nicht eilig damit. Absolut wahr. Sini sagte, Freyr und Pikvir wurden gefangen. Wer ist Pikvir? Ein Lichtalb. Ein einstiger Gelehrter mit seiner Frau Bela aus Alfheim verbannt. Sie ist vielleicht ihre beste Kriegerin. Mhm. Warum die Verbannung? Die ganze Geschichte kann nur er dir erzählen. Aber ich glaube, Baelas und sein Versuch, ihre Völker zu einen, war verpönt. Wie? Mhm. Baelas, deine Dunkelalbin? Ja. Wow. Tja, das wirft sogar noch mehr Fragen auf. Das glaube ich. Gut. Das glaube ich gern. Ja, ja, ja. Wir werden die alle kennenlernen. Ach, guck mal hier. Ja, damit. Da müssen wir lang. Hier waren wir auch schon mal, ne? Hier waren wir auch schon mal. Oh. Ja, kein gutes Zeichen. Seit dem letzten Mal sind sie weiter in den Dschungel vorgedrungen. Mhm. Okay. Die wollen also wirklich Ärger haben mit uns. Können sie haben. Hör ich hier irgendwo...
Ist das da ein... Nein, ist er nicht. Ich hör doch irgendeinen Vogel. So einen Kackraben. Oder ist er hier? Ist er hier? Ich sehe ihn nicht. Aber ich höre ihn. Stimmt. Oh, komm schon. Wo ist denn dieser Rabe? Der ekelhafte. Fliegt er hier rum? Oder ist er hier? Ah. Schwein, du. 34 von 48. Nicht mehr viel. Ich würde gerne alle Kisten öffnen. Bei dem Rabenbaum. Da hat man wenigstens so eine kleine... ja, so ein kleines Erfolgserlebnis. Sag mal, wie komme ich da nochmal hin? So? Ja. Gut. Finde den Nicker. Er macht sich stärker. Der Nicker. Oh, den soll ich mir zuerst schnappen, tatsächlich. Hinter dir, Kratos. Alter, willst du mich verarschen? Wo ist dieser scheiß Nicker? Da hinten. Nein, nein, nein. Ja, und sei still. Töten Sie Nicker. Haben wir geschafft? Komm her. Oh, ich hätte gerne einen Angriff gestartet. Schade. Schade, wir kommen gleich wieder. Ich will noch die Kiste aufmachen hier. Ja, 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 die habe ich nicht vergessen. Schwerer Runenangriff für den Speer. Komm schon. Asgarder Barren. Was macht der denn hier? Okay. Nehme ich natürlich auch. Oh, die Welt hier ist echt schön, muss ich sagen. Richtig schön. Sehr gemütlich. Natürlich sehr viele Gefahren, aber nichts, womit wir Probleme hätten, Freunde. Gar kein Problem. Danke. Was ist das für ein Geräusch? Das hört sich ekelhaft an. Ich weiß nicht, was es ist. Was bist du denn? Oh, was zum Vorlesen. Geil. Neue Wissensschriftrolle. Das Versprechen der Asen. Euch wurde Freundlichkeit entgegengebracht. Euch wurde Geduld entgegengebracht. Euch wurde Gnade entgegengebracht. Frieden wurde angestrebt. Frieden wurde angeboten. Frieden wurde abgelehnt. Und jetzt müsst ihr mit der Alternative leben. Ihr habt uns viele Namen gegeben. Ihr habt das Wort Asen wie eine Beleidigung gezischt und uns vor die Füße gespuckt, unsere Erlasse ignoriert. Das endet heute. Blickt auf die Ruinen vor euch und erkennt die Wahrheit. Das war euer Werk, nicht unseres. Da wurde jemand sauer gemacht, wie es aussieht. Okay. Was gibt's hier? Nix. Ich gehe trotzdem mal hier lang. Diese Fressgeräusche kommen von hier. Auf jeden Fall haben wir hier eine schöne Kiste, die nur darauf wartet, geöffnet zu werden. So, da haben wir schon das F. Wir brauchen noch so ein Fähnchen und so ein, keine Ahnung, umgekehrtes C. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, da kommen die Fressgeräusche. Hallo. Wow. Okay. Der will Ärger? Der kriegt Ärger. Tschüss. Komm her, Drecksack. Oh, das ist immer noch der krankeste und ekelhafteste Finisher, den man haben kann. Ich sagte, es sei prophezeit, Junge. Prophezeiung. Von denen hatten wir nach unserer Zeit mit den Normen alle genug. Aber Odin glaubt noch dran. Deshalb haben die Einherjar ja bestimmt den Mond gestohlen. Er will Ragnarök immer noch vermeiden. Oder er bereitet sich darauf vor, lenkt mit dem Stellvertreterkrieg in dieser Welt seine Feinde ab. Ja, oder so.
Mag sein. oder so, mag sein, keine Ahnung. Mit Politik habe ich nicht so viel am Hut. So, wo ist denn das Letzte? Du bist das Letzte. Oh, okay, das war... Dann muss ich wohl erst hier ein bisschen... Okay, da komme ich nicht dran. Junge, hilf mir. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Das hat nichts gebracht. Leider. Nochmal neu. Vielleicht erstmal hier dran. Dann hier. Weiß nicht, ob die beiden jetzt miteinander... Ich glaube nicht, ne? Aber jetzt könnte es klappen. Komm schon. Willst mich verarschen? Das muss ja wohl da drankommen. Na bitte. Na, geht doch. Schön. Und jetzt können wir hier das Fähnchen einstellen. Und schon kommen wir an diese Kiste. Ja, mit meinem Apfel. Tatsächlich ein Apfel. 2 von 5 Idyllenäpfeln. Ja. Gut, haben wir auch. Sehr zufrieden. So finden wir natürlich schöne Sachen, wenn wir hier auch suchen. Trotzdem erstmal das Fragezeichen. Ich spüre sie da oben. Das muss ihr Bau sein. Ja. Freust du dich, Skull und Hattie zu treffen? Naja, ich kenne all die Geschichten. Sie in echt zu sehen, wird seltsam sein. Das stimmt. Legende trifft auf Realität. Zumindest sollte es unterhaltsam werden. Davon gehe ich aus. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ein Rätsel gehabt mit den beiden Wölfen. Im ersten Teil, also im letzten God of War. Das fand ich auch ganz, ganz nett, diese Geschichte. Da bin ich mal gespannt mit auf die beiden Wölfe. Wir müssen tatsächlich erstmal hier dran vorbei. Bevor wir an unser Fragezeichen kommen, oder? Ja, wahrscheinlich. Alter, ist das schön hier. Hallo? Ich glaube, sie schlafen. Wo denn? Da oh, hier! Die legendären Himmelswölfe. Äußerst unterhaltsam, wie versprochen. Hm. Wisst ihr noch ihr Schreien? Sie waren erst wieder am Himmel, nachdem der Mond zurückkam. Und dann jagten sie einen Pfeil über den Himmel. Ja, na dann. Am besten suchen wir den Mond und bringen ihn an seinen Platz zurück, hm? Klingt doch wie die normalste Sache der Welt. Klar. Was? Den gestohlenen Mond zurück... Was? Okay. Ich habe die gar nicht gesehen, die beiden Wölfe. Alter, ist das eine geile Aussicht. Das ist schon echt cool. Das sieht schon echt nice aus. Jungs, steht auf, verdammt. Ich will ein bisschen unterhalten werden. Okay, wir müssen hier entlang. Auch da geht's zum Fragezeichen. Skulls und Hattis Schrei nach waren die Einherjahre beteiligt. Mhm. Sie haben den Mond in eine Kiste gesperrt, wenn ich mich recht erinnere. Aber kein Hinweis, wo die Kiste ist. Moment mal, was? Wenn man eine Prophezeiung als Karte verwendet, was? Die Details sind recht spärlich. Im Dorf in der Nähe gibt es ein Kriegslager. Eine starke Festung, um die Beute zu schützen. Versuchen wir es dort. Sie haben den Mond in eine Kiste gesch... Was? Wer außer Hildis, Vini und den Alben gehört noch zur Armee? Armee kann man es kaum nennen. Aber Pyrgir war Soldat. Beschritt einst den Weg des Springers. Er kann sicher mit seinem riesigen zerbrochenen Schwert umgehen. Ein Springer, der uns nicht töten will. Nicht schlecht. Ja, das stimmt wohl. Alter, was ist das denn? Okay. Mal nun Versuch. Gucken, was sich da tut, aber da tut sich nichts. Okay, so, Fragezeichen. Oh, jetzt ist die Trennung zu... Dachte ich gerade. Wo geht's denn hier hin? Kann man nicht hoch? Da kann man nicht hoch. Was seid ihr denn für Wesen?
Okay, damit geht das nicht. Ich dachte, man könnte, aber man muss sie natürlich einfrieren. So, zurück bitte. Habe ich da sonst irgendwas? Nö, ne? Dann einmal den. Das sind Einherdier. Was? Ich will meinen... Ja, genau. Aber mit dem Speer bekämpfen wir die jetzt. Das sollte ich viel öfter tun. Nö, nö, brauchen wir nicht. Oh, oh, oh. Na, du gehst ja ab. Nice. Aber den Rest mache ich dann. Geiler Finisher. Nein. Schön vorsichtig! Geht's dir gut? Ja, klar. Das macht echt Spaß, mittlerweile mit dem Speer. Wenn man halt... ja, alles weg. Wenn man die Moves halt drauf hat, das ist schon geil. So, Fragezeichen geht auch hier durch. Das Spiel will uns offensichtlich hier durch lotsen. Wir können nicht anders, außer... Oh. Außer eben da durch. Durch dieses Lager der Einherier. Hallo. Ich bin's. Hast du das gesehen? Seit wann können die das? Ein neuer Feind. Wachsam bleiben. Ja? Genau. Okay, wow, was war das? Dann bleiben wir mal wachsam. Können die auch genauso schnell wieder hier auftauchen? Wahrscheinlich. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hier runter. Oh. Der wartet schon auf uns. Dann wollen wir ihn nicht enttäuschen. Ich wollte ihn direkt angreifen. Ja, natürlich wussten die, dass wir kommen. Verstecken sich. Die Warnen sind nicht alle gestählte Krieger wie unsere Freya. Mhm. Die Überlebenden des Krieges ziehen es vor, sich im Urwald zu verstecken mit der Natur als Schutzschild. Das sieht schon echt schön aus hier, muss ich sagen. Also Design, Level-Design und die Orte, die man hier besuchen kann. Top. Wirklich top, wie das aussieht. Mhm. Und da geht's auch. Oh, hier ist eine Trennung. Hier geht's zur Hauptquest und hier geht's zum Fragezeichen. Ich will zum Fragezeichen. Ich komme nicht zum Fragezeichen hier? Das ist aber mies. Zwergenstahl, Hacksilber, okay. Ich komme hier echt nicht zum... Wo ist das Vieh? Ich hör's doch. Kann ich hören, du Schwein. Aber ich sehe dich nicht. Hm. Vielleicht von hier? Nein. Aber das ist doch ganz klar, dass wir hier lang müssen. Wir müssen nicht hier lang. Wo, wie wir so. Hä? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht jetzt gerade. Ja, dann gehen wir hier mal lang. Vielleicht liegt es daran, dass wir die Hauptquest noch verfolgen sollen. Ah, mit dem Speer, bitte sehr. Danke. So, wo bist du jetzt, hä? Was ist das denn? Was? Ach so! Ach, das war so ein Ding zum Reinschmeißen. Ich dachte, was ist das? Hm. Wo ist denn jetzt dieser ekelhafte Rabe, Mann? Kann doch nicht sein, dass er sich hier so gut verstecken kann. Wahrscheinlich sehen wir den aus der...
von der anderen Seite, oder? Das hört sich an, als wäre der direkt neben uns. Okay, wir gehen mal rüber. Die Wand. Wenn ich sie einreiße, greifen wir an. Okay. Ja. Machen wir. Aber erst will ich diesen Ekelsraben finden. Und ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann ihn nicht sehen. Habe ich ihn verpasst? Oder können wir den nur von da hinten irgendwie sehen? Ich gehe mal davon aus, dass man den von hier nicht sehen kann. Ja, das heißt... Das nervt mich gerade. Ich hasse sowas. Ich kann ihn hören, aber ich kann ihn nicht sehen. Scheiß drauf. Wir reißen erstmal die Wand ein, würde ich sagen.